Ich habe wieder die große Freude, mir die Region Lech, Zürs und Waadt, also die Region am Arlberg, näher anzusehen, gemeinsam mit Marc Scherardelli. Beim letzten Mal haben wir schon einiges gesehen. Marc, das Skifahren selber, das Skigebiet ist ja wirklich ein Traum, jetzt gerade mit der Verbindung Waadt, ist also wirklich auf internationalem Standard, das kann man sagen, aber jetzt gerade auch hier in Lech und in Zürs, ich glaube auch das Rundherum, das ist wirklich was Besonderes, oder? Es ist, wie gesagt, in der ganzen Welt gibt es wahrscheinlich nur ein Dorf wie Lech, das natürlich gewachsen ist, von dieser Größe, mit Oberlech kombiniert natürlich, wo wirklich ein natürlich gewachsenes Dorf ist, mit dem Skigebiet, das mit dem großen Skigebiet angehängt. Und es ist aber nicht nur das, sondern die Leute haben sich darauf spezialisiert, die perfekte Kundenbetreuung. Dann, man fühlt sich wirklich unheimlich wohl hier und man hat einfach das Gefühl, dass man hier herzlichst willkommen ist. Und das ist eigentlich in Österreich, speziell hier am Adelberg, ein ganz großes Plus gegenüber anderen Ländern. Also schöne Region und wir haben die Freude, dass wir uns noch mehr anschauen können. Und ich denke, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg, oder? Ich denke auch. Lass uns Spaß haben. Schönes Auto haben wir auch noch, dann haben wir richtig Spaß. Ja, mit dem kommen wir wenigstens überall hin. Das ist schon mal das Wichtigste. Ja? Weil auch nach Lech musst du ein wintertaugliches Auto haben, auch wenn die Autobahn bis was vorne hin geht. Ja. Aber wie gesagt, bei dem Auto müssen wir uns keine Sorgen machen. Das auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter. Ja. Marc Scherardelli führt uns also auch im zweiten Teil unserer Reportage durch das traumhafte Gebiet am Arlberg. Schon im ersten Teil unserer Reise durch Lech, Zürs und Waadt Schröcken haben wir zahlreiche Hotspots im Skigebiet kennengelernt. Das war aber noch lange nicht alles. Durch die Weitläufigkeit der Region hat man zahlreiche Möglichkeiten, sich mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf der Piste auszutoben. Neben den wunderbaren Pisten darf aber auch das freie Gelände nicht vergessen werden. Im Tiefschnee zu fahren erfreut sich immer größere Beliebtheit. Ganz wichtig ist hier aber, dass man weiß, wo es geht und natürlich auch, dass man auf die Sicherheit achtet. Marc Scherardelli weiß hier aber ganz genau, wo die besten Hänge sind. Ja Marc, jetzt haben wir es gerade gesehen, ihr habt da wunderbare Schwünge durch den Tiefschnee gezogen. Aber jetzt einmal die große Frage für jemanden, der das nicht so gut kann. Was muss man denn wirklich aufpassen, wenn es in den Tiefschnee geht? Es gibt eine ganz gute Übung für einen Anfänger, der noch nie mit Tiefschnee am Hut gehabt hat. So ein Hängli wird es ungefähr da hin, flach bis mittelsteil, zum einmal einen Rhythmus sagen. Man tut sich schon mal geradeaus fahren, fährt da ein kleines Wipper und aus dem lichten Wipper geht man ein kleines aus der Falllinie raus, immer mehr. Und das ist genau der Rhythmus, den man beim Tiefschneefahren braucht. Man hat dann auch die richtige Haltung. Und dann kann man ganz leicht auch als Anfänger einmal unkompliziert anfangen mit Tiefschneetraining. Aber wie gesagt, wenn die Piste zu steil ist, geht das nicht. Ideal eignet sich so ein ganz flacher Hang, wie wir das da vor uns haben. Also, der Rhythmus ist alles, nicht nur im Skifahren. Vielen traumhaften Schwüngen und vielen weiteren Eindrücken, die uns Marc Scherardelli vermittelt hat, machen wir uns nun auf den Weg zum nächsten Hotspot in Lech. Neben dem Skivergnügen hat die Hotellerie einiges zu bieten. Ein sehr gutes Beispiel ist hier das Hotel Hinterwies. Tradition und Moderne in perfekter Verbindung. So kann man das Hotel Hinterwies in Lech wohl am besten beschreiben. Das Traditionshaus findet seinen Ursprung bereits 1955-56, damals noch als 24-Betten-Frühstückspension. Im Jahre 1970 wurde dann auf 50 Betten und 4 Sterne erweitert. Die Führung des Hotels war immer schon Familienangelegenheit. Seit 2004 kümmert sich Caroline Schertler-Mahnhardt um das Hinterwies und durfte sich auch wenig später über 4 Sterne Superior freuen. Also Caroline, wir sind im schönen Hotel Hinterwies da in Lech. Was ist das nach deiner Ansicht das Wertvolle für deine Gäste im Hinterwies? Also zum Ersten das, was du gerade gesagt hast, dass wir den Hinterwieslift gleich neben der Haustür haben und man wundervoll vor der Haustür abschwingen kann. Das Zweite, was uns sicher auszeichnet, ist, dass wir selber eine ausgesprochen skibegeisterte Familie sind und das seit 4 Generationen. Mein Urgroßvater hat den ersten Lift hier gebaut, meine Großmutter hat die Arlberg-Gesamtkarte eingeführt, mein Vater hat jetzt gerade den neuen Lift nach Waadt gebaut. Wir haben
als erste die Schneekanone gehabt in Österreich, dank meines Vaters. Ja. Ich habe bis jetzt noch nichts erfunden leider, aber ich fahre für mein Leben gerne Ski zusammen mit meinem Mann und mittlerweile auch mit unseren Kindern. Und ich denke, das ist sehr wertvoll, weil ich abends den Gästen wirklich gute Tipps geben kann. Ja. Auch was über Sicherheit erklären kann, über Verhalten im Gelände, wo es einfach wundervolle Abfahrten gibt, wo der Schnee wie ist im Moment. Und ich denke, davon profitiert man als Gast und bekommt auch Freude auf den nächsten Skitag. Wie bereits erwähnt, spielt die Verbindung von Tradition und Moderne eine große Rolle im Hinterwies. Die spiegelt sich auch von Beginn an in Design und Ausstattung wider. Der großzügig gestaltete Lounge- und Barbereich bietet alle Möglichkeiten, sich zu entspannen, ein gutes Glas Wein zu genießen oder sich für eine Unterhaltung zu treffen. Weiter geht's im Restaurant. Auch hier fühlt man sich auf den ersten Blick wohl. Alles ist liebevoll gestaltet und hergerichtet und die Küche besticht mit ausgezeichneten kulinarischen Kreationen. Im neuen und modern gestalteten Aufenthaltsraum mit Kamin kann man sich dann perfekt zurückziehen und die Seele baumeln lassen. Die Liebe zum Detail bekommt man dann auch in den Zimmern des Hinterwies zu spüren. Unterschiedliche Designvarianten, jugendlich, traditionell, modern, alles ist vorhanden und in perfekter Verbindung zusammengesetzt. Für erholsame Urlaubsstunden also genau das Richtige. Das Hotel Hinterwies in Lech bietet also beste Voraussetzungen für einen perfekten Aufenthalt. Mit dem Hinterwies Lift direkt hinterm Haus kommt man dann sogar schnell und einfach zum Skivergnügen. Somit steht dem Traumurlaub nichts mehr im Wege. Neben den zahlreichen Hotels gehört natürlich auch die Gastronomie zu den absoluten Highlights am Arlberg. Als Abschluss unseres Aufenthalts in Lech schauen Marc und ich also noch bei der Schneckerei an der Talstation des Schlegelkopfs vorbei. Ja, nach dem Skifahren gehört natürlich der Abend und das Vergnügen auch dazu. Und der Marc und ich werden uns jetzt in der Schneckerei noch eines gönnen. Okay, egal, ob man sich zur Mittagszeit stärken möchte, nach dem Skifahren ein bisschen Après-Ski genießen möchte oder sich am Abend auf ein angenehmes Dinner freut, in der Schneckerei ist man genau richtig. Direkt an der Talstation des Schlegelkopfs gelegen, besticht das Haus als allererstes durch die bereits preisgekrönte Architektur. Alles aus Holz ist die Devise und das schafft eine mehr als nur angenehme Atmosphäre. Was denkst du, was macht euch so berühmt, berüchtigt für die ganzen Touristen, die hier in Lech Winterurlaub machen? Ich glaube, das wirklich Besondere an der Schneckerei ist in erster Linie die Architektur und das Ambiente, ja. Dann natürlich der Service und unsere ja, sehr gute Küche. Ja. Ja. Sehr beliebt sind natürlich unsere Holzofenpizzen und auch ein großer Pluspunkt der Schneckerei ist natürlich auch die Lage, diese zentrale Lage. Wir sind jetzt oben am Berg, sondern als Skihütte unten mitten im Ort, mitten im Zentrum und das ermöglicht uns natürlich die Hütte da mittags zu nutzen, im Après-Ski zu nutzen und abends zu nutzen. Wir haben 13 Stunden am Tag Betrieb und da geht's auch jede Minute ab. Im Barbereich darf auch die Party nicht fehlen. Feine Cocktails, guter Sound, für alles ist gesorgt. Wer sich also, egal ob kurz oder lang, in Lech aufhält, der sollte die Schneckerei als Hotspot in der Region auf keinen Fall auslassen. Somit ist die Schneckerei auch für uns ein idealer Ort, um die schöne Zeit am Arlberg ausklingen zu lassen. Wir haben vieles erlebt, vieles gesehen und vor allem viele interessante Leute getroffen. Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, egal ob Profi-Skifahrer oder Hangrutscher, Partytiger oder Wellnessliebhaber, die Region Lechzürs und Wartschröcken ist immer eine Reise wert. Musik.